wir stellen uns ein bisschen in die Mitte hier. Hi, wie geht es euch? Wow, irre Stimmung hier. Und eins möchte ich sagen, bevor du mich fragst. Ich bin Kapitalist, ne? Also ich bin überhaupt nicht Anti-Capitalism. Mir gehört ein Viertel von Basen, da freue ich mich auch drüber. Das soll mir auch weiterhin gehören. Ich will Geld verdienen und mir Segeljachten kaufen von meiner Dividende und sowas. Ich glaube nur wirklich, dass langfristig ich mit dem Weltverbessern mehr Geld verdienen kann. Ich glaube, langfristig wird Weltverbessern wirtschaftlich sein. Und ehrlich gesagt, alles andere juckt mich nicht und finde ich auch relativ langweilig. Ich fand diese Aussage schon schockierend, weil sie nicht nur von Unwissen, sondern auch von einer gewissen Ignoranz zeigt. Und ich finde, sie hat trotz ihres jugendlichen Alters als Erbin eines großen deutschen Familienunternehmens eine Verantwortung gegenüber der Familiengeschichte und eben auch gegenüber den Menschen, die in dem Betrieb arbeiten mussten, wie die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen während des Zweiten Weltkrieges.